Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Und zwar spielen wir heute Project Cars. Wir befinden uns im Autodromo Nationale Monster. Nationale Die Monster, um es richtig zu sagen. Und werden jetzt hier erstmal das Qualify fahren. Qualifying ist 15 Minuten. Ich werde es vermutlich ein bisschen vorspulen, also ne, ein bisschen verschnellern das Bild, damit man dann das Rennen ordentlich sieht und die Folge nicht so lang wird, weil ich eigentlich maximal 15 bis 20 Minuten Folgen haben möchte. Dementsprechend werde ich jetzt erstmal fahren und dann mal sehen, wenn ich eine gute Runde in den Asphalt brennen sollte, dann werde ich die zeigen und sonst werde ich es halt vorspulen und dann gucken, wo wir am Ende sind, und das Rennen werdet ihr natürlich ganz sehen. Also, los geht's! So, hier fahren wir raus, sieht alles sehr schön aus, Wetter ist top. Ja, hier fährt der nächste raus, strahlend blauer Himmel, in Monza, Italien natürlich nicht so ganz besonders. Wir fahren hier den Aston Martin. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum ich den genommen habe. Oh, ich muss auf jeden Fall auch gleich nochmal das Setup einstellen. Ich dachte eigentlich, ich hätte den McLaren, das ist ja richtig der Fail. Aber gut, mit dem sollte es wohl auch gehen, aber das Force Feedback ist ja immer auf 26 eingestellt vom Spiel aus, und das ist für mich viel zu wenig. Ich brauche schon immer ein bisschen Widerstand im Lenkrad, damit man wenigstens ein wenig Realismus vom Spiel bekommt. So, das ist hier unsere Warm-up-Runde. Erstmal wieder reinfinden in den Kurs. Ich habe schon eine ganze Weile nicht gespielt, 2-3 Wochen locker. Da verliert man schnell mal ein bisschen das Gefühl, aber komischerweise sind hier auch die Hilfslinien an. Das liegt wohl am Update. Das war davor auch schon mal, dass das Update automatisch die Linien angemacht hat. Das Auto liegt überraschend gut. Dafür, dass erste Runde ist hier. Nicht schlecht, warum nehme ich den nicht öfter, wenn ich das so sehe hier. Die Kurve ist immer ein bisschen tricky, ja. Wahnsinn, der Aston Martin hier. Zack, Original-Einstellung, Setup-Einstellung, meine ich zumindest. Ich muss mir das gleich mal angucken, aber ich werde auf jeden Fall erstmal gleich eine Runde fahren. Was schaffen wir für einen Top-Speed? Auf der Strecke ist nämlich Top-Speed unabdingbar. So, normalerweise dritter Gang, ne? Ein leichter Lag. Dritter Gang und rum, ja, war ganz okay. Ab auf Start und Ziel. Sehr schön. Mein Pad ist gleich leer. Ich spiele aber nicht mit dem Pad. Ich spiele mit dem Thrustmaster T100. Das habe ich, bevor Project Cars rausgekommen ist, recht günstig gekriegt, weil ich es ehrlich gesagt nicht einsehe, für ein Lenkrad irgendwie... Oh. Und dann können wir hier schon wieder Vollgas geben. Na, das reicht nicht. Das reicht nicht. Nee, nicht optimal erwischt. Sobald man hier zu weit rauskommt, kriegt man nämlich gleich diese Runde, nächste Runde. Ja, wird dann nicht gezählt. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Was haben wir ja? P2, ja, fast Pole, ne? Zumindest zu dem Zeitpunkt. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Dann holen wir uns jetzt die Pole Position. Ich nehme an, das lag schon an der ersten Kurve hier, wo wir den gleichen Fehler wieder machen, aber nicht so dramatisch. Wir sind jetzt schon 8 Zehntel vorne. Das ist natürlich immens. Ich weiß nicht, ihr habt die Zeit gar nicht gesehen. 1:49,6 ist ja auch keine berauschende Zeit für Monza hier. Aber offensichtlich sind die anderen bisher auch nicht schneller. 6 Minuten Qualifying noch.
So, Bremse lösen, das Ding nicht erwischen und hier rum, sehr gut, eine Sekunde Vorsprung, das heißt, wir sind jetzt auf Level von 1.48.6, eine 1.48.0 wäre schön, dafür, hier haben wir jetzt schön eine halbe Sekunde liegen lassen, das ist natürlich richtig scheiße, hier auch, überhaupt nicht gut durchgekommen durch die Passage, das ist ärgerlich, normalerweise habe ich die ziemlich gut drauf, jetzt sind wir nur noch anderthalb Zehntel vor unserer Zeit davor. Ja, schade. Dann sind wir auch nur P3. Indio hat uns überholt. Müssen wir mal gucken, ob wir was hier im letzten Sektor machen können. Mit der Brechstange hier rum. Das hat gut funktioniert. 187er, Alter. Ja, jetzt sind wir 6 Zehntel vorne. Das könnte knapp werden. Ich weiß natürlich, ob die Zeiten vor mir sind. Das finde ich ein bisschen schade, dass die hier nirgends angezeigt werden. Welche Zeit ich denn zu schlagen habe. Ich weiß nicht, ob das besser davor, als davor war. Wir werden es ja gleich sehen. Auf jeden Fall sind wir jetzt 1,3 Sekunden vorne. Die Zeit wird gar nicht so schlecht. Trotz meiner Fehler. Das ist überraschend. Der Aston Martin ist echt nicht schlecht. 1,48,1. P1. Das war also die Polezeit. Can you dig it? So, da ist die Zeit abgelaufen. 1.48.1.09.8. Wirklich keine tolle Zeit. Aber ist okay, hat offensichtlich gereicht. 15 andere Leute sind hinter mir. Gucken wir mal, was hier unten haben die überhaupt gefahren. Ist jeder gefahren. Er hat 5 Runden, 2 Minuten 2 nur geschafft. Das ist sogar der Host. Ja, und dann geht's schon los. Ach, hier ist noch Warm-up. Nice. Na gut, das Warm-up schneide ich natürlich aus. Das habe ich nicht gesehen. So, jetzt sind wir in der Startaufstellung. Ganz vorne stehen wir. Jetzt hoffen wir mal, dass wir hier halbwegs vernünftig durch die erste Kurve kommen. Ein Monster ist das nämlich immer so ein Ding. Den Start, ja, da hinter uns, genau, zack, genau. Das kennen wir ja so in diesem Spiel, ne? Jetzt die erste Kurve wird auch recht brenzlig. Mal sehen, ob wir überhaupt es schaffen, auf der Strecke zu bleiben. Mit ein bisschen Glück kommen wir hier so, ja, genau. Okay, das ist schön, so macht das Spaß, genau, herrlich, jetzt sind wir 12 da, wofür wir nichts können. Diese ganzen kleinen dreckigen Hurensöhne, ja, die dieses Spiel einfach überhaupt nicht beherrschen. Da, guckt euch diesen Spasti an, das ist doch nicht wahr. So, er auch, so ein Hurensohn. Warum spielen die dieses Spiel, ich verstehe es nicht, warum spielen die eine Rennsimulation, was ist mit den Leuten nicht richtig? Oh, ist immer wieder das gleiche auf dieser Strecke. Ja, die fahren 15 Sekunden langsamer als ich auf eine Runde. Und dann beim Start ballern die einfach in mich rein. Da, hier, sehe ich jetzt schon. Zack. Gerade so an mir vorbeigerutscht. Ja, toll. Oh, da werde ich wütend. Jetzt müssen wir uns vom 10. Platz vorarbeiten innerhalb von 4 Runden. Wie soll das gehen? Das Beste ist ja auch noch, dass diese ganzen Idioten einen dann wegschieben, wenn man versucht, sie zu überholen. Ja? Wenn ich das schon sehe, wie der hier durchfährt. So, obwohl er fährt eigentlich ganz vernünftig. Mal gucken, was passiert, wenn wir zum Überholen ansetzen. Ja, er fährt da schon rüber. Genau, da fährt er schon rüber. Bist ein ganz toller. Schiebt er mich an. Haben wir Glück gehabt. Wir versuchen uns schnell von dem Vogel abzusetzen. Oh, ein Ärgernis, ey. Fährst so schön auf Pole Position. Die Leute, die das jetzt gucken, ihr kennt das ja bestimmt auch, schreibt es in die Kommentare. Aber das geht einfach gar nicht. Dass das auch, na gut, wie soll die das regeln, ne? Mit den, es dafür Strafen gibt, keine Ahnung, irgendwie mit. Ja. Fällt mir ehrlich gesagt auch nicht so ein. Aber es ist einfach schade, dass so ein eigentlich gutes Spiel halt durch die Spieler zerstört wird. Die Multiplayer-Listen sind ja meistens auch relativ leer.
schwer zu finden, ein vernünftiges Spiel. Und dann findest du eben was, fährst hier gemütlich auf Pole. Und dann hast du eben nur so eine Idioten. Oh, jetzt bin ich selber der Idiot. Scheiße. Ah, oh, fuck. Jetzt bin ich selber der Idiot. Dann fährst du nur mit so vielen Idioten, die einfach stumpf in dich reinknallen. Richtige Trolls. Ah, jetzt habe ich mich die ganze erste Runde darüber aufgeregt. Ja, jetzt reicht's auch hin. Jetzt konzentrieren wir uns. Und zwar darauf, dass wir es schaffen, von Platz 9 aufs Podium zu kommen. Da vorne sind schon 3, dann wären wir schon 6. Der ganze Pulk ist hier nur um die Ecke. Das ist schaffbar, obwohl es jetzt auch nur noch 2,5 Runden. Na, mal sehen. Ja, soll derjenige sich freuen, der da jetzt rumfährt und Leute durch die Gegend schiebt, ja? Ich weiß nicht. Man kann sich davon ja nichts kaufen. Ja, jetzt spricht ja mein Renningenieur. Ist nicht drauf geachtet. So, Kevin07BR. Den haben wir. Jetzt bremsen wir ein bisschen früher. Ah. Ja, okay. Glück gehabt. Hier sind wir jetzt gut rausgekommen. So, den haben wir auch. Da sind wir schon 7. Der nächste ist 1,7 Sekunden weg. Absolut machbar. So, die Kurve haben wir, naja, halbwegs gut gekriegt. Können wir zusehen, dass wir durch die erste S-Passage nach der Start und Ziel gut durchkommen. Das Laufen ist ja gerade eine Fliege lang gelaufen. Hm. Naja. So, voll in die Eisen jetzt hier kurz nach dem 200-Meter-Schild. Nein! Ah, ist das ärgerlich. Scheiße, ein Dreck. Er ballert auch komplett durch. Ah, ich bin so ein Idiot. Na. Ah. Mann. So, das meine ich. Der eine ist jetzt durchgeballert, hat auch nur 7 Sekunden gekriegt, vermutlich. So, da ist er. Oder da sind 2, ja, keine Ahnung. Oh Gott, das kann nicht deren Ernst sein, ey. Das kann einfach nicht deren Ernst sein. Das ist doch so scheiße, Mann. Das ist doch einfach so scheiße. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt überhaupt noch hochladen will. Warum sollte ich so eine Scheiße hochladen? Was ist mit ihm? Was soll diese Scheiße? R-Config, ja, ich hoffe, du siehst dich bei YouTube jetzt, du Spast. Ja, was machst du hier, ey? Scheißaffe. Am Start so eine Scheiße, hier so eine Scheiße. Richtige Scheißfolge wird das. Und das auch noch Premierenfolge von Project Card. Eben habe ich eine Testaufnahme gemacht, da habe ich schön gewonnen in Hockenheim. Jetzt erlebt man hier so ein Debakel. Ja, okay, danke. Er ist nochmal in uns reingefahren. Dieser kleine, dreckige, verfickte Hurensohn. Mann. So ein Spasti, warum spielt er dieses Spiel? Warum spielt er dieses Spiel? Ich verstehe es einfach nicht. Jetzt sind wir hier 9. von 13, sind 7/10 schneller als der 2. gewesen im Qualifying. Was ist das für ein Ärgernis? Ah, jetzt mache ich auch noch so eine Scheiße hier. Ah, ich bin... Ah, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. So ein Mist. Ich hoffe, ich komme an diesen R-Config nochmal dran. Weil er so scheiße ist und das Spiel nicht kann. Ja. Dann fahre ich dem nämlich einfach nur eine Karre, um ihn rauszuhauen. Da, guck dir das an. R-Config. Ey, so ein kleiner, dreckiger, verfickter Hurensohn. So, der muss doch jetzt locker 10 Sekunden. Jetzt wird's interessant. Mal gucken, was er macht. Ja, wir fahren hier lang. Zack. Ja, hat er nicht geschafft. Ah, man hat's im Rückspiel gesehen. Du kleine, dreckige Mistratte. Oh, ich wünsche dir alles Schlechte. So ein kleiner Spastiker. Ja, so ein richtiges Dreckskind. So ein kleines, richtiges Dreckskind. So, was meint er hier? Er steht hier rum. Fährt er auch rüber? Nee. Dann sind wir 7. Ah, es ist so ein Ärgernis. Das ist echt schade. Das ist wirklich schade. Das Rennen hätte ich durchaus gewinnen können. Ich hätte es vermutlich auch gewonnen, wenn ich vorne weg hätte fahren können. Aber so, mit solchen Sachen kann natürlich keiner rechnen. Ey, guckt euch das doch mal an, was mir für eine Scheiße passiert. Ich bin immer noch direkt an dem Pulk dran. Ja? So. Vielleicht passiert da vorne noch irgendwas.
weil die alle zu kacke sind. Ja, 4 Sekunden ist schon... 4 Sekunden ist nicht ganz so wenig. Rennen schon beendet, genau. Mr. Keegan ist hinter uns. Versuchen wir hier den 7. Platz zu retten. Das ist natürlich eine Glanzleistung. Aber gut, was soll ich tun, ne? Das ist leider... Das ist leider so in dem Spiel. Ja, eine Sekunde aufgeholt aus Kevin 07BR. Lächerlich ist es. 2,9 Sekunden, jetzt waren es noch 4. Nur eine lange Gerade. Was machen die hier? Und da werde ich nur 7. Ist ein Ärgernis. Ja, gucken wir uns die Zeiten mal an. Wo ist er gefahren? Oh, Bob Holiday. Wo kam er denn her? 1,45 ab. Ich sag's ja, meine Herren. Ich hätte das Rennen vermutlich doch nicht gewonnen. Aber 2. hätte ich schaffen können. Ärgerlich, der Start. Was sind wir gefahren? Ich hatte ja keine 1,48,4. Ja, keine, kaum eine freie Runde gehabt. Egal. Gut. Das war's hier von Project Cars, von meiner ersten Folge Project Cars. Lief jetzt natürlich eher suboptimal. Vom Start weg, gleich weggeballert worden. Ja, wirklich, recovern konnten wir uns davon nicht. 7. von 12, eigentlich 16, die Leute lieben ja immer alle. Gut, ich hoffe, euch hat es trotzdem Spaß gemacht. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben, kommentiert eure Erlebnisse vom Project Cars, von mir aus sehr gerne, denn ich denke, dass da viele mit zu kämpfen haben. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Ciao! My